Und willkommen zurück zu Assassin's Creed. So, in der letzten Folge haben wir hier den Synchronisationspunkt aufgedeckt und haben jetzt noch ein paar Fragezeichen bekommen. Ich würde sagen, Leute, wir gehen jetzt hier mal einmal so ein bisschen im Kreis rum. Und dann können wir auch bestimmt... Können wir nochmal schauen. Also, hier natürlich nicht. Der ist ein bisschen zu hoch. Aber dass wir jetzt hier einmal so ein bisschen runtergehen. Und dann haben wir hier unten bestimmt auch die Quest und können dann vielleicht auch mal schauen, ob wir den Typen hier kriegen, dass wir unser Kopfgeld wegbekommen. So, na gut, dann würde ich sagen, go, go, go. Nikolaus warnte mich vor Schlangen. Schlangentempel? Damit hatte ich nicht gerechnet. Okay, ein Tempel. Könnten wir vielleicht wieder so einen Fähigkeitspunkt oder so bekommen? Schauen wir gleich mal. Oder ist es auch vielleicht das Fragezeichen? Ja, es ist das Fragezeichen, aber vielleicht ist ja da auch so eine Art Tempel, wo wir so einen Fähigkeitspunkt bekommen. Oh, Kultistenwache. Ach du Scheiße. 7 Stück, wollen die mich verarschen? Ach du Scheiße. Okay, Leute, wir werden einmal speichern. Ich glaube, der wird hart jetzt. Oh Gott, wie die Kultisten machen. Also, habe ich vorher schon gesehen, die sind übelst hart. Auf jeden Fall schleichen hier. Oh, ist eine Stufe 12. Können wir noch irgendwann was an der Ausrüstung machen? Dass wir vielleicht ein bisschen stärker sind, dass wir die vielleicht auf einen Hieb wegkriegen. Da geht nichts. Da hätten wir vielleicht noch was. Oh, Stufe 13. Okay. Also wir können nichts groß machen. Aber wir könnten einschauen. Ich habe ja noch einen Fähigkeitspunkt. Können wir vielleicht in die... Oh. Der wäre natürlich geil hier. Dass wir den Schilder komplett wegnehmen können. Kommen wir weiter in der Geschichte voran. Okay, hier können wir nichts machen. Aber wir könnten hier vielleicht... Ja, da können wir auch nichts machen. Können wir überhaupt hier noch irgendwas machen? Nee, hier können wir gar nichts machen. Okay, hilft nicht. Was anderes will ich jetzt noch nicht skillen. Okay, dann probieren wir es einfach mal so. Wir speichern aber nochmal einmal schnell, sonst sind wir auf dem blöden Berg da oben. Ne, wir können nicht speichern, okay. Gut, dann würde ich sagen, go, go, go. Okay, den konnten wir killen. Wir holen mal Icarus und schauen uns das Gebiet mal genauer an. Okay, da ist einer. Schlangentempel.
Okay, die können wir wegnehmen. Warum? Konnten wir doch vorher auch nicht. Okay. Warte mal, hier im Zelt war doch, ja. Schatz. Dürfen uns eigentlich nicht sehen. Noch zwei, aber wir haben jetzt kein Adrenalin mehr. Das heißt, wir müssen uns von unten was holen. Der da oben ist der letzte. Das ist der Befehlshaber. Yeah, Baby. So, dann holen wir uns den letzten noch. Der ist da oben. Dann haben wir noch einen Schatz und dann müsste es eigentlich gewesen sein, oder? Hier? Ja. Yep. Alles klar. Dann den letzten Schatz noch. Der wird, denke ich mal, hier in der Höhle sein. Ich kann den Schweinehund riechen. Der Tod kommt dich holen, Elpenor. Was für eine Schande. Wir hätten dich reich gemacht, bevor wir dich getötet hätten. Ah.
ist nichts Persönliches, Söldnerin. Meine Mutter ist es, hinter der wir her sind. Du bist wirklich gar nichts mehr her. Gib doch auf. Der Kult bekommt immer was er will. Wir haben Deimos. Denkst du? Wir finden deine Mutter und du wirst nicht überleben. Es ist ein Fehler, mich zu töten. Nein, es ist kein Fehler. Auf Kefalenia vertraut zu haben, war ein Fehler. Nur dank mir hast du die Insel lebendig verlassen. Der Kult wollte deinen Tod. Der Kult? Welcher Kult? Wo sind die? Wie die kleine Scherbe, die Elpenor bei sich hatte, habe ich noch nie gesehen. Zeremonielle. Vielleicht brauche ich sie noch. Kluft. Quest abgeschlossen. Schlange im Gras. Okay. Gürtel des Reisenden. Müssten wir eigentlich Stufe 13 sein, oder? Yo! Geil! Schuppentorso. Können wir endlich mal hier ein bisschen anderes Zeug nehmen? Inventar. Okay, dann gucken wir doch mal. So, wir haben einmal das hier. Das ist natürlich viel, viel besser. Giftschaden, sehr schön. Und da hätte ich mal ein bisschen was. Und wir haben einmal... Der ist ein besser Kriegerschaden. Ich glaube nicht, dass ich den jetzt nehmen werde. Ich lasse den 12er auf. Aber wir können auf jeden Fall 41... 25. Nehmen wir den hier. Und das andere Zeug. Gesamtgravur. Wir müssen es echt vielleicht mal ausprobieren mit der Gravur. Andere zerlegen wir jetzt mal. So, haben wir sonst noch irgendwas? Dieses Fragment eines zerstörten Artefakts. Artefakts verströmt eine mystische Kraft. Sein Ursprung ist unbekannt. Okay. Die muss ich dann mal in Ruhe machen hier, Leute. Weil hier haben wir eh schon was gelöst. Aber die anderen werde ich dann mal in Ruhe machen. Da muss ich dann viel suchen und sowas. Was ist denn das überhaupt? Questgegenstand. Zeremonielle Kluft des Kults des Kosmos. Zeremonielle Maske, Mantel des Kluft des Kosmos. Okay. So, was haben wir jetzt hier noch? Fähigkeiten? Können wir jetzt vielleicht schon... Das könnten wir auch noch nicht machen. Kommen weiter voran. Also können wir hier eigentlich gar nichts machen, glaube ich. Nee. Also nicht von den vorhandenen. Nächste Verbesserung Stufe 20, okay. Weitere Aussichtspunkte. Okay, das dauert auch noch ein bisschen. Dauert eigentlich alles noch ein bisschen. So, dann könnten wir eigentlich mal schauen bei den Quests. Söldner, was haben wir da schon ausgeschaltet? Unentdeckt. Rang 6. Oh, die sind alle immer noch höher. Das haben wir ganz am Anfang. Da haben wir doch
Haben wir gar nichts. Was ist denn da los? Okay, schauen wir uns später an. Jetzt würde ich sagen, machen wir den Quest weiter. Boah, es ist so viel Zeug zu erledigen. Gehen wir mal hier hin. Brauchst du nicht vorsichtig vorgehen, weil hier ist alles geklärt. Irgendwas Verstecktes gibt es hier nicht, oder? Ah, hier ist was. Wieder da oben. Jägersrast. Anführende Jägerin töten, Schatzplünder. Okay. Alter! Die Bitch! Ah, vier, um die Flammen zu ersticken. Okay. Hey, jetzt können wir einfach komplett von unten wieder anfangen, dass ich da hochrenne. Die Musik gleich lautlos killen. Ah, super. Jetzt können wir wieder komplett die ganze Scheiße mal machen. Eieiei. Oh. Das war jetzt wieder ärgerlich. Du musst öfter speichern, das hilft nicht. Ich muss mich verstecken. Der hat noch was. Ein Drachmen.
Okay, dann schauen wir mal. Down, bitch. Bitch. Boah, die riesen Statue unten. So, mit dieser erledigt. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal hier runter. Und danach dann hier hoch, weil es sowieso egal ist. Also wir müssen sowieso eine Richtung doppelt laufen. Fährt aber ganz schön schnell das Schiff da unten. Okay. Unentdeckter Anführer. Die Feste muss ich auch noch machen. Alles noch normale Gegner aus, das ist schon mal gut. Zeit zu sterben!
Fertig, oder was? Schätze da oben. Ja, komm, lassen wir den. Wir holen uns den anderen Schatz da. Dann haben wir den Ort auch. So, wir haben Stiefel bekommen, habe ich gesehen. Die könnten wir vielleicht mal schauen, dass wir die denn wirklich mal gravieren. So, okay. Aber warte mal, habe ich jetzt die Quest abgeschlossen, damit den... Die Mannschaft, genau. Okay, haben wir doch noch nicht abgeschlossen. Okay, das bringt mir gar nichts. Ah, jetzt können wir den nicht speichern. Ich gehe nochmal raus. Zur Beschreibung von Gikis Armband.
Besatzung fiel den Hallen zum Opfer. Hier ist aber nichts mehr, oder? Okay, wenn ich hier rausgehe und dann auf einmal ist da doch noch was. Mannschaftsbesuch, beschaffe die Schätze. Boah, alles voll Blut hier. Ich stirb doch endlich, du Vieh. Meine Fresse. Sollte Gelon von Gigi erzählen. Alter, was ist denn los? Okay, somit hätten wir das hier auch abgeschlossen. So, dann wären wir hier unten eigentlich fertig. Wir haben hier dann die Quest
zum Abgeben und könnten dann eigentlich schon hierher reisen und dann hier weitermachen, hier hochgehen, wieder dann wieder zurück. Oder wir reisen halt dann später da runter, aber dann können wir hier oben gleich den Aussichtspunkt dann mitnehmen. Dann kann ich hier nicht zurückreisen. Mein Gott, was ist denn schon wieder? Weil ich hier wahrscheinlich in dem roten Bereich bin, oder? Und dann schauen wir nochmal. Die Burg müssen wir auch noch machen. Also wir haben noch einiges zu tun. Es wird noch ein paar Folgen dauern, Leute. Athenerherrschaft, ja. Sollen wir bald mal ändern dann. So. Ich fand dein Schiff. Und? Jetzt komm schon, wo ist es? Wo ist meine Geeky? Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Meine Güte. Zeus könnte ganz Athen schwängern in der Zeit, die du brauchst, um den Mund aufzukriegen. Wo sind sie? Sie sind tot, klar? Und dein Schiff ist gesunken. Oh, meine Geeky. Ich habe nur ihr Armband gefunden. Geeky. Dann bin ich wohl keine Schiffsführerin mehr. Ohne Schiff keine Schiffsführerin. Kannst du mit mir mitkommen? Anheilen? In meiner Besatzung wäre noch Platz. In meiner Besatzung wäre noch Platz für dich. Es ist nicht dasselbe wie ein eigenes Schiff, aber du wärst Teil der Familie. Nun, ich wäre lieber wieder auf See als hier bei diesen frommen Idioten. Abgemacht. Aber nur, bis ich wieder auf eigenen Beinen stehe. Natürlich. Nun, wo ist dein Boot? Schiff. Sie heißt Adrastea. Wenn du es sagst, Schiffsführerin. Dann schauen wir doch mal, was die kann. Ah, das machen wir nicht raus. Die wäre blau. Schiffspanzerung wäre das wieder, okay. Dafür müssten wir, glaube ich, den Bug hier verbessern. Den Rumpf. Drei Bootsätze können angeheuert werden. Vier Bootsätze, okay, dafür haben aber nicht genug Holz. Das heißt, wir müssen Holz sammeln, dann können wir die auch anheuern. Okay, dann muss ich noch warten. Das hilft nicht. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt einen Cut an der Stelle. Und schauen natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Bleibt auf jeden Fall dran. Wir haben hier noch einiges zu erledigen. Und würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid, ja. Gut. Dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.